Seien wir mal ehrlich, bildungs- und wissenschaftspolitische Themen machen sich ja doch immer gut in Sonntagsreden. Im harten politischen Alltagsgeschäft, zum Beispiel wenn es um die Verhandlungen einer kommenden Koalition geht, haben sie doch meistens Nachrang. Umso mehr freut man sich natürlich, wenn das jemand anders macht. So wie mein nächster Gast. Als regierender Bürgermeister von Berlin war er zugleich auch Senator für Wissenschaft. Mit anderen Worten, er hat Forschung und Lehre zur Chefsache erklärt. Darüber wollen wir jetzt sprechen und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen, Michael Müller. Vielen Dank, hallo. Hallo. Beteiligen Sie sich bitte auch gern wieder per Slido. Wenn Sie uns Fragen schicken, kommen die hier bei mir auf dem iPad an und ich kann gucken, ob ich das einarbeiten kann. Herr Müller, bevor wir mal zurückschauen auf die letzten Jahre in Berlin und die Frage, wie Sie daraus eine Wissenschaftsmetropole gemacht haben aus der Stadt, bleiben wir natürlich in der brandaktuellen Gegenwart. Die Ampel kommt, oder? Es gibt eine gute Chance dafür, sagen wir mal so. Aber wir haben letzte Mal gemerkt, das ist kein Selbstläufer, solche Koalitionsverhandlungen. Die werden ernst geführt, aber es ist eine gute Chance. Werden Sie denn dann der nächste Bildungs- und Forschungsminister sein? Wie oft mich dieser Fehler jetzt einholt, dass mich mal eine Journalistin gefragt hat, wenn eine Fee mir ein Ministerium beschert, was mich denn interessieren würde. Und da habe ich gesagt, Bauen oder Wissenschaft. Aber ich habe eben noch keine Fee in der Politik getroffen. Also insofern, das sind zwei Bereiche, die ich gerne mitnehmen würde in den Bundestag. Das hat ja jetzt geklappt mit meiner Bundestagskandidatur. Und ich würde gerne in diesen Bereichen arbeiten. Aber wir werden sehen, ob es funktioniert. Vor 5 Jahren, 2016, da wurden Sie als regierender Bürgermeister wiedergewählt, haben dann eben das Amt als Senator für Wissenschaft und Forschung übernommen. Warum haben Sie das gemacht? Warum diese Priorität? Ja, es hat sich während der Koalitionsverhandlungen ergeben. Das war am Anfang gar nicht so selbstverständlich. Wir haben in Berlin eine Tradition, die eigentlich nicht klug ist, dass der Regierungschef noch eine Ressortverantwortung hat. Aber es fing mit Eberhard Diepgen an, mit Justiz, Klaus Wowereit, Kultur. Und es war dann in den Verhandlungen wieder so, dass die Frage war, was wird denn jetzt der regierende Bürgermeister für ein Ressort übernehmen? Und während der Verhandlungen habe ich gemerkt, dass das eine Riesenchance sein kann, weil schon vorher ich immer das Gefühl hatte, wenn die Wissenschaft in einer anderen Ressortzuständigkeit und in einer Kombination auftaucht, also Bildungswissenschaft oder Kulturwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, das sind ja so übliche Kombinationen, dann geht die Wissenschaft oft unter. Dann wird es dominiert eben von der Kultur oder von Schulpolitik auf Länderebene, ist ja anders als auf Bundesebene. Und dafür ist sie zu wichtig und das fand ich nicht angemessen. Und insofern habe ich mich dann bewusst dafür entschieden zu sagen, also entweder wir schaffen ein eigenes Ressort oder die Wissenschaft kommt mit zu mir. Für ein eigenes Ressort hatten wir nicht den Spielraum in den Verhandlungen und dann ist es zu mir gekommen. Berlin hat 11 staatliche Hochschulen, rund 30 private, 200.000 Studierende, nochmal so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dazu kommen Dutzende Forschungseinrichtungen, der große Tanker Charité. Das ist ein ganz schönes Knäuel. Und politisch und fachlich gesehen war das ja dann damals erstmal für Sie ein neues Feld. Wie haben Sie sich da eine Übersicht verschafft? Oder wie kriegt man Ordnung und einen geordneten Blick in eine Struktur, wo irgendwie ja auch durch die gewünschten Kooperationen irgendwie jeder mit jedem zusammenhängt? Naja, man kann sagen, es ist ein Knäuel, man kann auch sagen, es ist ein gutes Netzwerk. Also das kann man so oder so sehen und für mich war natürlich gut und hilfreich, dass ich ja nicht neu angefangen habe in Berlin. Ich habe als Fraktionsvorsitzender viele Institutionen, viele Personen kennengelernt, auch Wissenschaftsinstitutionen kennengelernt, auch als Stadtentwicklungssenator und dann eben als regierender Bürgermeister kann man darauf gut aufbauen. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich viele kannte. Ich habe eine tolle Unterstützung aus der Verwaltung, auch gerade von Steffen Krach gehabt, das muss man sagen. Wir waren da ein gutes Team jetzt auch in den letzten Jahren und der hatte ja auch viele Erfahrungen schon aus der Zeit mit Jürgen Zöllner. Also wenn man dann zusammen sich das anguckt, wo will man ansetzen, dann klärt sich das eigentlich relativ schnell, zumal dann wiederum unterhalb dieser Überschrift Wissenschaft und Forschung ich der Meinung war und bin, dass wir noch mal besondere Möglichkeiten haben im Bereich der Gesundheit, der Medizin. Und wenn man dann diese Schwerpunkte so auch setzt, dann ist man schnell beim Thema Charité als wichtigsten Ansprechpartner, dann ist man schnell bei dem Thema, muss ich was machen beim Herzzentrum, beim BIH, beim MDC. Also es ordnet sich dann doch relativ schnell. Wenn man ein neues Amt übernimmt, dann hat man auch lauter Antrittsbesuche bei Unipräsidentinnen, Institutsleitern, Termine mit Professoren, Forscherinnen, Referenten. Wie haben Sie denn die Berliner Wissenschaftswelt kennengelernt? Wie sind die so drauf?
sehr offen. Und das war ja keine Selbstverständlichkeit, wenn ich da ankomme, ohne Abitur und Studium. Und da muss ich auch offen sagen, das war anders als im Kulturbereich. Ich war ja kurze Zeit, ich hatte das ja von Klaus Wowereit geerbt, das Ressort auch, war ja kurze Zeit auch Kultursenator und da waren es offen ausgelebte Vorbehalte. Das hat es in der Wissenschaft nicht gegeben, muss man wirklich sagen. Und vielleicht habe ich es dann auch besser gemacht oder richtig gemacht, weil es natürlich albern ist, wenn ich versuche, der Wissenschaft die Wissenschaft zu erklären. Das kann ich nicht. Aber ich weiß, wie Politik funktioniert. Und wenn man sich dann so begegnet und sagt, wir haben hier gemeinsam etwas vor, wir wollen etwas für diesen Standort erreichen, was könnt ihr einbringen, was kann ich einbringen, wie sind die Rollen? Und wenn man das gut auseinanderhält, dann war das eigentlich immer eine sehr offene und kooperative Situation bis heute. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich das Gefühl hatte, dass man auf Widerstände trifft. Was hat Sie am meisten überrascht? Habe jeden Tag dazugelernt, aber das ist ja das Schöne auch an der Aufgabe und an dem Beruf. Überrascht hat mich eigentlich dann doch auch dieser Wille zu Netzwerken. Weil ich ja Berlin und Berliner Politik und die Landschaft ganz gut kenne, weiß ich auch in der Wissenschaft gab und gibt es Eitelkeiten. Und die müssen überwunden werden. Die müssen überwunden werden, sonst kommt man nicht voran. Und das ist dann doch auch, vielleicht auch mit neuen Köpfen, vielleicht auch mit einem Generationenwechsel, dass das gelungen ist, auch mal eigene Interessen einer Universität, einer außeruniversitären Einrichtung zurückzustellen, um insgesamt voranzukommen in einem Verbund. Das war nicht selbstverständlich, aber es hat dann auch funktioniert. Auf diesen Verbund und die Eitelkeiten kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Sie haben ja dann recht bald der Stadt sozusagen einen Slogan verpasst, Brain City Berlin. Ja, das war Herr Kuder. Herr Kuder. Das war Herr Kuder, ja. Jedenfalls war das der Versuch, dem auch Berlin hat ja doch ein leichtes Image als Chaosstadt. Aber war das der Versuch, dem etwas entgegenzusetzen, also eine Art von Marken- und Profilbildung, die vielleicht auch für manche neu war, die nicht so gerechnet hatten damit, dass man Wissenschaft so unter diesem starken Wissenschaftsfokus betrachtet? Ja, man muss es ja einordnen. Natürlich, ich weiß das auch, es funktioniert nicht alles gut und nicht alles schnell und gut in Berlin, das weiß ich. Aber wir haben ja unbestritten Stärken und die sind auch sichtbar. Die werden national und international wahrgenommen und darauf müssen wir doch setzen. Und man sieht ja auch, wie es dann positive Effekte hat. Wir haben uns wirtschaftlich in den letzten Jahren doch sehr erholt. Wir sind nach wie vor eine Stadt der Kultur, aber wir sind zunehmend eine Stadt der Wissenschaft. Unternehmen siedeln sich an und ich würde behaupten, mal so 80-90% dieser erfolgreichen Dinge, die wir in den letzten Jahren in Berlin gesehen haben, haben in irgendeiner Form eine Schnittstelle zu Wissenschaft und Forschung. Wenn die großen Unternehmen kommen, wenn hier Arbeitsplätze geschaffen werden, dann doch deshalb. Wenn wir eine unbestritten Start-up-Metropole sind im Bereich der Digitalisierung, dann doch auch wegen dieses Wissenschaftsumfeldes, außeruniversitär und universitär. Wenn wir Stiftungen aus der ganzen Welt hier in Berlin begrüßen können. Jetzt WHO war vor 4 Wochen, glaube ich, jetzt, dass die mit einem Standbein nach Berlin kommen. Ja, weshalb? Genau wegen dieser Schnittstelle. So, und das wollen wir ausdrücken mit dieser Überschrift Brain City, dass unabhängig von anderen Dingen, die auch gut sind oder auch chaotischen Dingen, die besser werden müssen, dass wir einen klaren Schwerpunkt haben, ein klares, sichtbares Bild auch dessen, wo wir hinwollen mit der Wissenschaft als Standbein für die Zukunft, für die zukünftige gute Entwicklung. Wer immer mit Hochschulen und Wissenschaft etwas zu tun hat in Berlin im entferntesten Sinne, hat sich natürlich wahnsinnig gefreut. Das habe ich wirklich so wahrgenommen in den letzten Jahren über nicht nur Geld, sondern auch die Aufmerksamkeit, die Anerkennung genau für diese Art der Arbeit. Ich habe mich aber gefragt, Wissenschaftspolitik ist trotzdem etwas im ganzen politischen Bereich eher abstrakt, eher weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern. Wie trägt man sowas sozusagen in die Stadtgemeinschaft rein? Beispiel Exzellenzstrategie. Wenn man da durch die Fußgängerzone läuft, wissen die wenigsten, was das ist. Na, ich würde erst mal noch einen Schritt vorher anfangen. Wie trägt man es eigentlich in die Politik? Und da hat die Wissenschaft auch eine Aufgabe. Und das sage ich in fast allen Gesprächen. Hier sind ja einige, mit denen ich mich ja dann direkt auch darüber unterhalte. Sie haben auch eine Aufgabe, das zu vermitteln, was ihnen wichtig ist und eine Aufgabe zu kommunizieren. Und unter anderem eben auch in die Politik hinein. Das muss man immer auf dem Schirm haben. Bundestag und Berliner Abgeordnetenhaus werden jetzt in diesen Tagen 40% neue Abgeordnete haben. 40% neue. Das heißt, es beginnt bei null.
Wenn Sie für Ihre Institution in den nächsten Haushaltsberatungen gut abschneiden wollen, müssen Sie jetzt kommunizieren. Es muss jetzt Nachhilfeunterricht geben. Es muss parlamentarische Abende geben. Es muss direkte Ansprachen geben. Die Leute müssen eingeladen werden in die Institutionen. Es beginnt schon damit. Ich brauche die Parlamente. Die Parlamente entscheiden über Finanzierung, die Parlamente entscheiden über Strukturveränderungen, über Investitionshaushalte. Und das muss auch von Seiten der Wissenschaft erfolgen. Richtig ist dann, dass natürlich dann auch mit dieser Beratung und Unterstützung der Wissenschaft die Politik die Aufgabe hat, das auch öffentlich breit zu kommunizieren. Und das ist verdammt schwer, muss man sagen, weil natürlich viele nicht diesen selbstverständlichen Zugang haben zu den Themen. So schlimm es ist, ich sage es immer wieder, die Corona-Zeit hat uns geholfen. Viele haben das erkannt, dass wir viele Probleme nicht lösen können ohne die Expertise der Wissenschaft. Viele haben sich auf einmal interessiert. Es gibt Wissenschaftsstars, die im Podcast und im Fernsehen verfolgt werden, und das ist gut. Und genau diese Situation müssen wir jetzt nutzen, um darauf aufzubauen. Das darf nicht weg sein mit Corona, es muss weitergehen. Was folgt jetzt daraus? Was haben wir für neue Initiativen? Digitalisierung im Gesundheitswesen, was heißt das eigentlich für jeden Patienten? Das muss von den Fachleuten durchgespielt werden, was ich als Bürger davon habe, dass wir Europas modernstes Herzzentrum bauen. Was habe ich davon? So, das muss jetzt kommuniziert werden, und die Chance ist da. Ich höre da so eine leichte Mahnung raus, als ob Sie das auch als Defizit erlebt haben von der Wissenschaft, dass Sie vielleicht nicht, ich sag mal, pushy genug, nicht schnell genug, nicht drängend genug waren in der Platzierung Ihrer Interessen. Ja, das ist keine leichte Mahnung, das ist eine ernste Mahnung. Das ist, ja, ich erlebe das ja in vielen Bereichen. Ich erlebe das, es gibt ja auch positiven Lobbyismus. Es ist ja nicht so, dass das immer bösartig riesige Beratungsunternehmen, die da irgendwas Schlimmes durchsetzen wollen, sondern es gibt ja einen ganz positiven Lobbyismus. Wenn man an den Sport denkt zum Beispiel, wie viel der Sport macht, um für die eigenen Interessen Bündnispartner in der Politik zu gewinnen. Das ist gut, das kann man nicht vorwerfen. Und das, so etwas muss die Wissenschaft auch annehmen als Auftrag. Das eigene Kommunizieren, nicht nur mit dem Senator, nicht nur mit dem Staatssekretär, sondern wirklich rausgehen und erklären. Und da passiert ja auch viel. Darf man nicht. Wir haben von Formaten wie der Langen Nacht der Wissenschaft über jetzt im Rahmen unseres Wissenschaftsjahres eine offene Arena vor dem Roten Rathaus, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgetreten sind, die Science Week, das sind ja alles Bausteine, um breiter zu kommunizieren, rauszugehen aus den Institutionen, aber es muss weitergedacht werden und vor allen Dingen auch konkret in die Politik rein. Bleiben wir nochmal in Berlin bei den Bündnispartnern. Exzellenzstrategie, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Die Berliner Unis sind ja gemeinsam angetreten, waren damit auch erfolgreich. Das war nicht der ureigene Wille erstmal der Unipräsidenten. Da saßen sie mit am Tisch und haben gesagt, Leute, rauft euch mal zusammen, lasst mal die Eitelkeiten hinter euch, oder? Wie haben Sie das gemacht? Wie ist Ihnen das gelungen? Ja, es ist schon so, naja, wir haben ja gemeinsam beraten, wie erhöhen wir unsere Chancen, erfolgreich zu sein. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man gewinnt in einer harten Konkurrenz. Und da muss man auch selbstkritisch sein. Ich glaube, wir hätten die Chance gehabt, auch erfolgreich zu sein, aber so deutlich als Wissenschaftsstandort mit unseren Universitäten, mit so vielen Clustern dann auch, so deutlich, das wäre wahrscheinlich nicht gelungen, wenn jeder für sich vorgegangen wäre. Und insofern haben wir das, wie ich finde, richtig analysiert, haben dann auch gesagt, es gibt auch von unserer Seite Unterstützung für diesen Verbund, für eine entsprechende Ausstattung, damit der Verbund zusammenarbeiten kann. Das ist dann wieder Aufgabe der Politik. Aber nochmal, wie ich es eingangs gesagt habe, das waren keine unüberwindbaren Widerstände, sondern auch eine Offenheit und auch eine Selbsterkenntnis, dass es sinnvoll ist. Wobei, auch da, wenn ich das noch hinzufügen darf, natürlich freue ich mich darüber, wenn wir in Berlin so gut abgeschnitten haben in dem Wettbewerb, aber es tut auf der anderen Seite immer ein bisschen weh, wenn wir doch sehr viel Kraft auch darauf verwenden, uns innerhalb Deutschlands Konkurrenz zu machen. Ich finde immer, mein Hauptkonkurrent ist nicht München oder Göttingen. Mein Hauptkonkurrent muss doch eigentlich sein Boston oder Singapur oder ein anderer Standort. Und dass da nicht mehr passiert, um eben national unsere Kräfte zu bündeln, um gezielt zu unterstützen, die jeweiligen Stärken der Institutionen an den Standorten, damit wir international erfolgreicher sind, ich finde, da ist noch Luft nach oben. Und kann Berlin schon mithalten mit Boston oder Singapur? Nein.
Ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Aber auch da muss man selbstkritisch sein. Wir haben wahrscheinlich da auch, wissen hier sicherlich viele besser als ich, Stärken, die andere so nicht haben. Aber ich muss schon sagen, auf meinen Reisen, auf meinen Dienstreisen, wenn auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mich begleiten und ich mir das dann angucke in Singapur oder an anderen Standorten, muss man schon sagen, da steckt eine Menge Kraft hinter, eine Menge Know-how. Wir sind auf dem Weg, würde ich sagen, aber wir sind noch nicht so weit. Nun geht es ja in der Politik immer darum, dass möglichst sitzen mal viele Leute mit ihren eigenen Interessen und da ist dann jemand mit dem Geldtopf und jeder ringt um die Taler da drin. Was sind sozusagen so die Tricks oder die besten Argumente gegenüber einem Finanzsenator oder auch jeder Art von Haushälter, zu sagen, bitte möglichst viel Geld zur Wissenschaft und Forschung und nicht zur Kultur und nicht zur Umwelt und nicht zum Bau und wer da noch alles parat steht? Wie argumentiert man da? Na, einerseits hat es eben geholfen, dass ich argumentiert habe. Das ist eben leichter für die Ministerpräsidenten. Und das war ja dann auch einer der Vorteile, die wir alle ja gespürt haben, dass manches dann doch leichter geht, wenn es so angesiedelt ist, das Ressort. Aber natürlich, Sie haben völlig recht. Und ich habe es ja eben auch gesagt, man muss ja auch in die Parlamente hinein argumentieren, in den Haushaltsgesetzgeber. Der Finanzsenator ist meine erste große Hürde, die ich überwinden muss, um mehr Geld zu bekommen. Aber die eigentlich entscheidende ist der Haushaltsgesetzgeber. Und da zählt natürlich dann auch der Erfolg und das, was daraus wird. Also habe ich Ansiedlungserfolge? Habe ich mehr Arbeitsplätze? Habe ich gewonnene Wettbewerbe, wo Bundesmittel dann auch eingeworben werden? Habe ich Institutionen, die sich hier ansiedeln, auch vielleicht durch die Bundesebene? Solche Beispiele gibt es ja in Berlin. Und damit kann man natürlich gut argumentieren und auch überzeugen. Also das hat schon, der Erfolg hat schon auch sehr geholfen und beflügelt sich dann immer weiter gegenseitig. Apropos Bundesmittel. Das BMBF ist natürlich hier gleich um die Ecke von Ihrem Büro. Ist das ein Vor- oder Nachteil? Ich glaube Vorteil, aber wer weiß? Alles ein Vorteil. Wir sind seit wenigen Jahren doch im Ernst erst wirklich Hauptstadt mit allen Funktionen, eine internationale Metropole und der Regierungssitz hilft. So wie die Unternehmen sagen, wir suchen die Schnittstelle zur Wissenschaft, genauso wichtig ist, dass sie hier die Regierung vor der Tür haben und dass es die kurzen und direkten Wege gibt und auch die Aufmerksamkeit hilft. Wir Berliner sind natürlich auch manchmal genervt von der auch medialen Aufmerksamkeit, weil natürlich alles, was funktioniert oder gerade was nicht funktioniert, wird durch alle Zeitungen natürlich jeden Tag hoch und runter gespielt. Aber diese internationale Aufmerksamkeit hilft uns natürlich auch, dass die Agenturen hier sind, die großen Zeitungen hier sind, dass man darüber kommunizieren kann. Auch das ist wieder ein Netzwerk gemeinsam mit den Regierungsinstitutionen, was uns sehr hilft. Sie haben jede Menge Bundesgelder auf Ihr Landeskonto gelenkt in den letzten Jahren. Ich nenne nur als Beispiel den Aufbau des Bundesinstituts für Gesundheitsforschung. Die anderen Bundesländer haben da natürlich schon mal ein bisschen neidisch gelästert. Ist das aber einfach nun mal der Standortvorteil, den Berlin eben hat? Als Hauptstadt ist das auch fair, dass Berlin da vielleicht einen leichteren Zugang hat, besser, schneller verhandeln kann, um an Bundesgelder zu kommen? Ja, es ist nicht einfach im föderalen System und das ist mitunter auch nicht nur lästern, sondern auch andere Ministerpräsidenten gucken natürlich auch schon sehr, wie sie auch vielleicht eigene Strukturschwächen, die sie haben, wie sie die auch ausgleichen können, auch durch Bundesunterstützung. Das spielt eben insbesondere auch in Ostdeutschland eine Rolle. Das muss man schon sehen. Wir haben ein Bundesgesetz, das vorschreibt, dass neue Bundesinstitutionen vorrangig in Ostdeutschland anzusiedeln sind. Es wird nicht immer hinreichend beachtet, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und natürlich, wenn dann an wenigen Standorten, es ist ja nicht nur Berlin, aber sagen wir mal an 3, 4 Standorten bundesweit sich immer mehr konzentriert, ist das schon für andere auch ein Problem. Ich glaube, das, was wir jetzt in Berlin haben, strahlt weit über Berlin aus, auch in andere Bundesländer. Aber das ist eine ernsthafte Diskussion. Nur unterm Strich, und das wird auch zunehmend anerkannt, haben wir hier jetzt einfach ein Niveau erreicht, ein Potenzial erreicht, wo alle sehen, dass daraus eben auch wieder für einen internationalen Auftritt mehr werden kann. Und alle sehen jetzt auch, alle MPs sehen, das ist wirklich jetzt die Hauptstadt, die akzeptiert und anerkannt ist. Und dann macht es auch Sinn, Mittel hier zu konzentrieren. Aber es ist keine ungefährliche Diskussion und das wird auch in den nächsten Jahren, auch in der nächsten Legislaturperiode, glaube ich, sehr sensibel zu betrachten sein. Wo fördert man was? Weil zu Recht auch andere Bundesländer Ansprüche stellen. Hm.
Hier kommen eine ganze Reihe Fragen per Slido rein. Vielen Dank an das Publikum, an den Bildschirm. Die eine Frage greife ich hier direkt mal raus von Kai Zapel. Was ist denn Ihre Vision für die Wissenschaftsmetropole Berlin? Wie sollte Berlin global wahrgenommen werden? Also gucken wir mal 10 Jahre weiter. Was wäre Ihre Traumvorstellung? Naja, erstmal soll sie weiter als Wissenschaftsmetropole auch wahrgenommen werden. Wir haben ja immer noch auch in vielen Köpfen so die Hauptstadt der Kultur, positiv, negativ, dann vielleicht auch die Partyhauptstadt und so. Nein, dass da sehr viel passiert ist im Wirtschafts- und Wissenschaftsbereich, das ist schon sehr wichtig. Und ich bleibe nochmal bei dem einen erwähnten Schwerpunkt. Wir haben ja eine Kommission eingesetzt, die Karl Lauterbach geleitet hat, inzwischen ist es glaube ich schon 4 Jahre her, und der Heo Krömer hat das mit unterstützt, die Gesundheitsstadt 2030. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit Charité Vivantes, mit vielen Privaten, mit Pharmaunternehmen am Ort, mit der Start-up-Szene, mit dem, was wir im universitären und außeruniversitären Umfeld haben, dass wir ganz besonders in dem Medizinbereich eine Chance haben, mindestens europaweit Impulse zu setzen. Und deswegen sind solche Entscheidungen wie mit dem BIH oder dem Herzzentrum jetzt auch so wichtig. Und deswegen würde ich sagen, nochmal unterhalb dieser Überschrift Wissenschaft statt Brain City, wie auch immer, sollte besonders Gesundheit im Blickfeld sein. Sie stehen jetzt an der Schwelle zu etwas Neuem. Sie wurden eben in den Deutschen Bundestag gewählt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei Ihrer Nachfolgerin Franziska Giffey, die jetzt hier übernehmen wird. Gehe ich richtig in der Annahme, dass sie wahrscheinlich ihren Senatorenposten nicht übernimmt? Das wäre wahrscheinlich schwer. So, das ist jetzt, glaube ich, nicht böse, wenn ich das so sage, aber der Start wäre wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwer mit dem Vorlauf, den wir alle kennen. Und es ist auch nicht nötig, das muss auch gar nicht sein. Nochmal, jeder regierende Bürgermeister hat für sich da ja auch Schwerpunkte gesetzt und Dinge, die ihm sehr am Herzen liegen, die ihm sehr wichtig sind, so wie eben Klaus Wobereit das ja auch sehr gut mit der Kultur gemacht hat, hat ja der Stadt auch viel gebracht. So, ich hoffe nur einfach, dass erkannt wird, dass man die Wissenschaft nicht einfach irgendwo anhängen kann. Das wäre schade. Das wäre schade, sondern da muss man jetzt sehen, wie man es so konstruieren kann, jetzt klug in der Ressortverteilung, dass es eben weiter ein sichtbarer, ich sage sogar Leuchtturm der Stadt ist. Wie haben Sie diese Plagiatsdebatte um Franziska Giffeys Dissertation erlebt? Und ist sowas schädigend für die Uni, für die Stadt? Wie unwohl haben Sie sich da gefühlt? Hatten Sie das Gefühl, dass es da irgendeinen Gewinner gab bei der Diskussion? Nein. Also, naja, das ist doch, da gibt es so viele Beteiligte und alle leiden darunter. Natürlich die Person, um die es geht, auch, aber es auch die Universität leidet, die Prüfungskommission leidet, vielleicht sogar auch der Ruf der Stadt, wie auch immer. Und das ist schade, dass das dann sich so auch entwickelt hat. Ich glaube, mit diesen 2 oder waren es dann zum Schluss sogar 3 Prüfungsverfahren, das hätte man vielleicht auch etwas glücklicher organisieren können. Aber auf der anderen Seite ist es auch richtig, dass dem entsprechend nachgegangen wird. Insofern ist es alles bedauerlich, wie es gelaufen ist, aber richtig Gewinner gab es da nicht, konnte es auch nicht geben, aber es ist auch gut, dass das nun so entschieden ist und abgehakt ist. Mhm. Hier kommen jede Menge Fragen rein zu Ihrer Zukunft. Was wären Ihre Zukunftsthemen, wenn Sie Forschungsminister würden? Welche konkreten Aufträge der Bildungslandschaft werden Sie persönlich vorantreiben? Also spielen wir doch mal nur so rein hypothetisch das Spiel, Sie werden BMBF-Chef. Was ist denn die erste große Aufgabe, die Sie anpacken? Es wird ja immer schlimmer. Nein, nochmal, ist völlig egal, wer das wird. Und ich beginne auch da nochmal einen Schritt weiter vorne. Ich hoffe einfach sehr, dass es überhaupt mal ein echter Themenschwerpunkt in den Koalitionsverhandlungen wird. Es ist irgendwie so verrückt, dass auch bei den Kanzlertriellen haben wir das ja gesehen. Alle diskutieren aufgeregt über Umwelt- und Klimapolitik. Alle diskutieren aufgeregt über neue Mobilitätsformen und wie sich die Innenstädte entwickeln soll und was weiß ich nicht alles. Es gibt nicht ein einziges von diesen Punkten, nicht ein einziges Themenfeld, das gut zu lösen ist ohne Wissenschaft und Forschung. Nicht ein einziges. Und dass das nicht mal erkannt wird, dass das, worum ich eigentlich kämpfen muss, das Wissenschaftsressort ist, das ist eigentliche Querschnitt-Zukunftsressort, das Wissenschaftsressort, das bedauere ich erst mal schon. So, und ich hoffe, dass es da auch jetzt während der Verhandlungen schon eine vielleicht Weiterentwicklung, eine
eine andere Haltung zu gibt, dass man, und das wäre gut, dass die drei Partner, die da jetzt verhandeln, wirklich alle drum kämpfen und sagen, das will ich unbedingt haben. Das wäre schon mal ein Riesenfortschritt, weil daraus folgt viel. Wenn man das so zum Schwerpunkt macht, folgt daraus auch entsprechende Finanzierung, folgt daraus personelle Ausstattung, folgt daraus bis ins Bundeskabinett hinein, bis ins Kanzleramt hinein eine Schwerpunktsetzung. Und das ist es eben auch, man braucht, und wir haben das bei uns im Kleinen gesehen, hier auf unserer Berliner Kleinkunstbühne war aber trotzdem ja doch zu sehen, wenn wir ein gutes Netzwerk haben, wenn wir uns Ziele setzen, wenn über die Senatskanzlei Dinge begleitet werden, gelingt eine ganze Menge. Es ist uns ja auch nicht alles gelungen, aber eine ganze Menge. Und wir hatten in den vergangenen 4 Jahren, in den vergangenen 16 Jahren, wir hatten die Chance, mit einer Naturwissenschaftlerin im Kanzleramt Wissenschaft zum Thema des Landes zu machen. Versäumt worden, ich bedauere es sehr. Aber es muss sein. Es muss sein, dass diese Themen im Kanzleramt landen. Und das, darum geht es eigentlich als ersten Schritt, es zum Schwerpunkt zu erklären, zum Schwerpunkt der Regierung zu erklären und daraus dann Dinge durchzudeklinieren. Die Digitalisierungsprozesse, die nächsten Schritte, die folgen aus der Exzellenzstrategie nach der Evaluierung. Was weiß ich, vielleicht, so wie ich es gesagt habe, an 3, 4 Standorten in Deutschland eine besondere Förderung für den Medizinbereich oder Biotechnologie. So, das sind dann Dinge, die daraus folgen, wenn ich überhaupt erst mal die ersten Schritte gemacht habe. Müssen Sie dafür vor allem auch in Ihrer eigenen Partei werben? Ja. Und wie machen Sie das? Und warum ist das so? Warum ist die Sozialdemokratie vielleicht ein bisschen avers gegen diese Themen? Ach nö, ich glaube, so wie ich es eben gesagt habe, ich glaube, das kann man jetzt zu allen oder über alle Parteien sagen, dass das leider so nicht selbstverständlich ist, dass da sehr viele für brennen. Und auch das wieder kann man erklären. Man weiß, wie Politik funktioniert. Natürlich die Themen, die öffentlich eine besondere Rolle spielen, die in der medialen Berichterstattung eine besondere Rolle spielen, das sind dann auch oft die Themen, denen die Politikerinnen und Politiker sich ja zuwenden müssen. Denn die Öffentlichkeit will ja dann, dass es sichtbare Positionen zu diesen Themen gibt und gibt das auch an Sie ab. Jetzt unabhängig jetzt mal von der Zeit, aber wie viele Tageszeitungen haben eigentlich noch ganz selbstverständlich Wissenschaftsseiten? Weiß nicht, vielleicht fallen uns zusammen hier noch 2 ein, aber warum sind es eigentlich nicht 10 oder 20? Und das sagt ja was aus, das sagt was darüber aus, wie öffentlich auch Medialschwerpunkte gesetzt werden und natürlich reagiert Politik auch darauf. Angenommen, Sie werden nicht BMBF-Chef. Nehmen wir das mal an. Ja. Wird Ihnen, oder wie schwer wird Ihnen der Abschied von diesem Amt fallen? Wie groß wird die Umstellung? Na, sehr schwer. Auch Regierender Bürgermeister nicht mehr zu sein, fällt mir schwer. Ist schon schön, macht schon Spaß auch. Aber nein, ganz besonders jetzt hier diese Zeit als Wissenschaftssenator, das war toll und das auch ganz persönlich jetzt. Wir reden natürlich, das ist ja auch richtig in so einem Gespräch, über das Politische und was man für die Stadt erreichen will. Aber es gibt ja auch immer eine private, eine persönliche Komponente. Das muss ich ja einfach sehen. Ich hätte doch niemals die Chance gehabt, das alles zu lernen und diese Menschen kennenzulernen ohne diese Aufgabe, ohne diese Funktionen. Und das ist so großartig. Mein Vater und ich, wir haben uns immer dafür interessiert, aber wir haben keine eigene Expertise, wir haben nicht die Qualifikationen dafür. Und auf einmal konnte ich mich unterhalten mit Nobelpreisträgern und habe Institute besucht und das alles gelernt. Und das ist so toll, das dann nicht mehr zu haben, das tut auch weh. Dann alles Gute für den Neuanfang. Michael Müller, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Danke auch.